Wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich auch beim Volker recht herzlich bedanken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, hier heute Abend zu erscheinen. Weil es ist ja in der Vergangenheit die vier Fälle der Steuerfahnder in Hessen mit der Psychiatrisierung durch die Presse gelaufen. Mein Fall ist auch durch die Presse gelaufen. Und als Anhängsel hat sich dann der Fall Gustl-Mollat in den letzten Wochen und Monaten regelrecht, was die Pressearbeit betrifft, ist explodiert, kann man auch regelrecht so sagen. Nur für mich ist das Erschreckende, in alle sechs Fälle sind zwar die Hintergründe teilweise verschieden, aber wie hier im Endeffekt in der Bundesrepublik Deutschland mit psychologischen und psychiatrischen Gutachten bzw. amtsärztlichen Gutachten umgegangen wird, ist für mich erschreckend. Und dann muss man im Endeffekt, das nutze ich heute Abend auch, mal den Leuten genau zu erklären, was in meinem Fall passiert ist. Weil man sieht oder man liest öfters Artikel in der Zeitung oder Ausschnitte, Fernsehbeiträge im Fernsehen, aber das ist ja nicht so komplex, wie wenn ich jetzt euch mal erkläre, wie das Ganze gelaufen ist. Es ist im Endeffekt, muss ich sagen, für mich auch, habe ich eine These rausgestellt, in alle sechs Fälle, nach dem Motto, wer nicht funktioniert, wird eliminiert. Und mein Aufruf ist, wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Und das betrifft Staatsanwaltschaft, Justiz, Mediziner, Gutachter, vor allen Dingen in dem psychologisch-psychiatrischen Bereich. Und bei alle sechs Fällen kann man definitiv behaupten, weil ich auch die Akten kenne, was jetzt die Gutachten betrifft, dass hier die Leute kaputt gemacht werden mit psychiatrischen Gutachten. In meinem Fall war es so gewesen, ich habe in meiner aktiven Laufzeit bei der Polizei während meiner Dienstzeit schon gewisse Missstände aufgedeckt, innerhalb der Polizei, also nicht über die Öffentlichkeit. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich bei dem einen oder anderen böse anecke. Im Jahr 2006 hatte ich einen Privatunfall, da habe ich mir das Knie verdreht, Knorpelschaden, Meniskusschaden, Knochenabsplitterung. Habe daraufhin einen Attest eingereicht bei der Polizei, habe denen auch erklärt, was passiert ist, dass ich halt bis zur OP, weil das eine größere Knie-OP war, dass ich da im Endeffekt halt nicht voll verwendungsfähig bin, eingeschränkt dienstfähig, kein Sport, kein Außendienst, keine Einsätze etc. pp. Daraufhin, nachdem die das Attest erhalten haben, haben die mir, und ich zeige es nochmal, das sind so die Basic-Daten, am 30.11. wurde ein erstes polizeiärztliches Gutachten erstellt und am 19.12. ein zweites polizeiärztliches Gutachten. Das müsst ihr euch nur so im Hintergrund merken, weil ich werde da unter Umständen das eine oder andere Mal vor- oder zurückspringen. Und im Jahr 2008 wurde ein psychiatrisches Gutachten über mich erstellt. Das sind so die drei Termine, dass man mal sieht, wie man da Stück für Stück zerflitzt wird. Also am 30.11. wurde ich eingeladen zur polizeiärztlichen Begutachtung aufgrund meines Attests und des linken des Knieschaden links, was auch hier in diesem Schreiben dokumentiert ist. Ich war bei diesem Polizeiarzt, wir sitzen jetzt schon fast länger zusammen, wie ich eigentlich fast schon beim Polizeiarzt war. Der befragte mich so nach dem Motto, wie ist mein Schulgang, wie schlafe ich, esse, trinke, ob ich rauche, ob ich Alkohol trinke. Hat mir dann noch ein, zwei allgemeine Fragen gestellt und hat mich dann verabschiedet nach dem Motto, Sie hören von mir. Da habe ich mir gedacht, weil ich auch nur Mitarbeiter beim ärztlichen Dienst war, was ist das für eine Untersuchung, beziehungsweise was ist das für eine Begutachtung? Weil der gute Mann hat genauso wenig wie ihr hier, alle Anwesenden, mein Knie gesehen. Wie viel Winkeleinschränkung hat das Knie? Ist es geschwollen? Wie viel OP-Narbe hat er? Welche Krankheit hat er? Gar nichts. Er hat mich dann nach Hause geschickt und das war's. Ich habe daraufhin gemerkt, hier ist was nicht im Busche, weil man ist ja auch bei der Polizei und ich sage immer so, wenn man in eigener Sache dran ist, weil mich das schon gewundert hat, mir habe Kollegen, die haben Kniegelenks-OP, kriegen neue Kniegelenke rein, kriegen neue Hüftgelenke, sind dann noch länger, fahren sie im Dienst aus und die werden nicht zur Begutachtung geschickt. Weil das habe ich halt so als Überblick gehabt, schon aus meiner aktiven Zeit beim ärztlichen Dienst. Aber bei mir machen sie wegen so einer OP, machen sie jede große Aufriss.
Im Oktober 2011, das muss man sich reinziehen, obwohl mehrmals Unterlagen angefordert wurden, was die Begutachtung dieses linken Knies betrifft, kam ich an diese Unterlagen, die ich jetzt in meiner rechten Hand hier habe. Und da habe ich gedacht, es ist alles schön und gut, man kann ja mit den Leuten viel machen, aber irgendwo ist es jetzt vorbei. Für dieses Gutachten gibt es, also für diesen Begutachtungstag 30.11. und ich zeige es jetzt nur so in Kartenform, gibt es 6, ich betone das nochmal, 6 verschiedene Gutachter. Das ist das erste, die erste Information. Ich bin von eingeschränkt polizeidiensttauglich bis absolut polizeidienstuntauglich. Aber ich sage, hier kann das nicht stimmen. Habe ich dann die Unterlage einzeln mir nochmal durchgeschaut und da kam ich auf das erste Gutachten, wo ich gedacht habe, jetzt falle ich vom Glauben ab. Die Begutachtung war am 30.11., das Gutachten soll angeblich am 6.12.2007 erstellt worden sein. Es ist vielleicht für die Hinteren schlicht zu lesen. Dieses Gutachten wurde schon am 21.10.2007, also 5 Wochen vom eigentlichen Begutachtungstermin, wurde dieses Gutachten vom leitenden Polizeiarzt in Hessen gegengezeichnet. Und auf Seite 2, man kann es kaum glauben, wurde dieses Gutachten auch von dem ausstellenden Arzt unterschrieben. Da habe ich am Anfang gedacht, das war vielleicht ein kleiner Schreibfehler. Er hat sich in einen Monat vertan, das kann ja alles sein. Dann bin ich hingegangen und habe weitergeblättert und da habe ich gesagt, jetzt passiert hier was, wo ich absolut gar nicht mehr nachvollziehen kann. Weil dieser Polizeiarzt am 30.11., wo das Gutachten angeblich am 6.12.2007 erstellt hat, hat dann eine Beurteilung geschrieben noch dazu, obwohl ich das nicht verstehe, war nicht seine Aufgabe. Er sollte mich begutachten. Diese Beurteilung unterschreibt er am 6.12., wie angeblich auch das Gutachten am 6.12. ausgestellt wurde. Dann gibt es da aber noch eine Polizeidienst. Fähigkeitsbeurteilung, da kann man jetzt denken von mir, was man will, aber das ist für mich die Krönung von Jakobs. Am 19.12. wurde dieses Ding unterschrieben, also hier am 6.12. und da am 19.12. Bei dem einen bin ich eingeschränkt tauglich, bei dem anderen bin ich untauglich. Wie kann es sein, dass es so viele verschiedene Datumsangaben von angeblich der Gutachterfertigung, wie ist das möglich? Die nächste Variante ist auch, haben wir auch hier in unserem Bericht vom Kreisverband Groß-Gerau schön dargestellt, es gibt zweimal exakt dasselbe Gutachten. Von Aufbau und Form, ich zeige es euch, könnt ihr nachvollziehen, es ist im Schriftsatz nichts geändert. Es ist zweimal exakt derselbe Text. Nur im Endergebnis unterscheiden sie sich. In dem einen bin ich eingeschränkt polizeidiensttauglich, in dem anderen bin ich polizeidienstuntauglich. Wenn zweimal dasselbe Gutachten erstellt wird, müsste das inhaltlich bei den verschiedenen Enddiagnosen auch im Aufbau verschieden sein. Dann gibt es noch die Variation, das nennen wir bei der hessischen Polizei die Kurzversion. Das ist, wenn im Endeffekt mitgeteilt wird, naja, der Beamte ist untauglich. Also ich habe hier 6 verschiedene Gutachten liegen mit unterschiedlichen Datumsangaben und das ist jetzt nur Fakt 1. Dabei möchte ich auch erstmal belassen, was das Gutachten betrifft, der 30.11. Dann kam das Gutachten 19.12.2007. Da ruft mich ein Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes an, am 18.12., also einen Tag vorher, und fragt, ob ich den Termin am 19.12. 10 Uhr einhalten kann. Habe ich eben auch bestätigt. Habe ich gesagt, schaffe ich. Mache ich, bin ich da. In diesem Telefongespräch teilt man mir mit, weil ich mittlerweile denen auf die Schliche gekommen bin. Ich habe über interne Ermittlungen rausbekommen, dass es 2 verschiedene Gutachten über mich gibt. Einmal eingeschränkt polizeidienstlich, einmal untauglich. Das hat mir eine Kollegin auch telefonisch bestätigt. Und das hat natürlich anscheinend Welle geschlagen, dass ich dann nachgefragt habe. Und da hat man
mir schon versucht zu verkaufen. Das zweite Begutachtungstermin beim leitenden Polizeiarzt in Hessen, dass er halt mit mir darüber sprechen will, weil das erste Gutachten vom 30.11. möchte er gern abändern. Der gibt das auch noch zu, weil was der damals festgestellte Polizeiarzt mit der eingeschränkten Polizeidiensttauglichkeit festgestellt hat, ist er nicht der Meinung. Aber er hat mich noch nicht gesehen. Das ist schon mal sensationell. Zu diesem Gutachten vom 19.12. gibt es auch 5 verschiedene Varianten, wobei diese Variante für mich die Granate ist. Das Gutachten ist erstellt am Untersuchungstag, das ist schon mal sensationell. Ich sage, manche Beamte arbeiten doch schnell, aber es ist schon erstellt. Und unten ist schriftlich ein Vermerk, dass ich telefonisch bestätigt habe am 18.12., dass ich am 19.12.2007 um 10 Uhr zur Begutachtung komme. Wie kann denn der das einen Tag vorher schon auf dieses Gutachten schreiben? Ich habe auch gesagt, mein Anwalt hat damals zu mir gesagt, wie ich ihm das so alles im Schnelldurchlauf erklärt habe, der hat zu mir gesagt, Lauer, du bist bescheuert. Aber ich gucke mir das am Wochenende detailliert an und dann telefonieren wir nochmal und montags rief er mich an und sagt, ich nehme meine Äußerung zurück, was ich da gelesen habe und deine Unterlage ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das schreibe ich wie ein Gesprächsvermerk vom 18.12., war das Gutachten auch schon vorgelegen. Dann hat der Polizeiarzt mich versucht, auf die Fährte zu locken, nach dem Motto, Herr Lauer, Sie müssen doch mal zum Facharzt führen. Also im Endeffekt hat er mir eine Einverständniserklärung vorgelegt für eine medizinisch-psychologische Begutachtung. Und da habe ich gesagt, ich habe ja als Beamte ja auch eine Pflicht, wir müssen mitwirken, wir dürfen ja nicht der Rebell machen. Habe ich gesagt, unterschreibe ich, alles drum und dran. Das war hier diese Einverständniserklärung, ich habe die Einverständniserklärung gegeben für eine medizinisch-psychologische Begutachtung. Den Zettel müsst ihr euch im Kopf abspeichern, weiter kommen wir gleich zu weiterem. Im Endeffekt, auch bei diesem zweiten Begutachtungsding, gibt es im Endeffekt 5 verschiedene Gutachten. Rechnen wir zusammen, 2 Begutachtungstermine, 11 verschiedene Schriftsätze. Das war auch der hiesigen Staatsanwaltschaft, Polizeiführung etc. pp. Bekannt. Landesärztekammer, alle wussten Bescheid. In einem Aktevermerk bestätigt er das auch alles, dass hier im Endeffekt hier die psychologische Begutachtung durchgeführt werden soll. Jetzt zu beiden Begutachtungstermine. Ich war am 30.11. bei einem Facharzt für Physiotherapie und Rehabilitationswesen. Also im Endeffekt, nach einer Knie-OP geht man zu solch einem Mensch. Bei der zweiten Begutachtung war ich bei einem Facharzt für Chirurgie. Und im Endeffekt, wenn ihr hier aufzeichnet, zeige ich euch mit die Basics, was hier drin stehen, weil ich sage immer noch, auch wenn man es aufzeichnet, urheberrechtlich oder das Land Hessen hat mich schon böse attackiert, komme auch später dazu. In beide Gutachten von beiden Ärzten, die weder geeignet oder befähigt sind, psychologisch-psychiatrische Diagnosen zu stellen, wurden hier schon drin psychologische-psychiatrische Diagnosen gestellt. Also man muss sich das vorstellen, ich gehe zum Augenarzt und er schreibt mir ein orthopädisches Gutachten. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Man kann das auch versuchen zu begründen nach dem Motto, es sind ja Amtsärzte, aber Amtsärzte sind auch meiner Meinung nach keine Ärzte, die hier alles diagnostizieren können. Weil ich kann da aus guter Erfahrung sprechen. Ich bin im Endeffekt mittlerweile 70% schwerbehindert. Zum damaligen Zeitpunkt, wo ich erstmal die Schwerbehinderung, die Anerkennung eingereicht habe, bekam ich ein Schreiben vom Versorgungsamt, ob sie meine Unterlagen zur Begutachtung außerhalb geben können, weil sie keinen adäquaten Mediziner habe, der sich in dieser speziellen Krankheit auskennt. Es ist schon komisch. Diese Herren können das. Diese Herren können das. Ein Chirurg und ein Facharzt für Reha-Wesen und Physiotherapie können psychologisch-psychiatrische Gutachter aufstellen.
Ich habe dann im Endeffekt, nachdem ich gemerkt habe, wie der Hase läuft, hier einige Behörden in Bewegung gesetzt, weil ich gesagt habe, ich lasse mir das im Endeffekt nicht gefallen. Zwischenzeitlich hat mir auch ein guter Bekannter der Fall der Steuerfunders damals aufgetaucht, bei einer gewissen Zeitschrift, die ich hier nicht nennen will. Beziehungsweise sind danach auch einige Filmbeiträge gelaufen. Ich habe die kontaktiert und daraufhin habe ich gesagt, ich muss hier im Endeffekt lückenlos nachweisen können, dass hier im Endeffekt Schabernack getrieben wurde. Und dann habe ich den Datenschutzbeauftragten des Landes Hessens angeschrieben und dieser gute Mann schreibt mir so wortwörtlich, ja, Sie haben doch alle Unterlagen gesehen, was wollen Sie? Der Polizeiarzt hat mir das telefonisch bestätigt, dass Sie alle Unterlagen gesehen haben. Es handelt sich bei dem um den leitenden Polizeiarzt, aber diese 5 Gutachten habe ich im Jahr 2011 durch einen Zufallsfund bei der Staatsanwaltschaft, das ist hammerhart, das ist aber so, Zufallsfund, 2 fette Leitsordner mit meinen gesundheitlichen Ergebnissen haben wir die da gefunden. Die wurden uns ausgehändigt, obwohl sie vorher meiner Meinung nach zurückgehalten wurden. Weil mein Rechtsanwalt, und das ist heute taufrisch reingeflattert, bevor ich hierher gekommen bin, hat die Staatsanwaltschaft, das muss natürlich auch dazu zergehen lassen, im Jahr 2010, weil ich eine Strafanzeige gestellt habe gegen diese Polizeiärzte wegen Ausstellung falscher Gesundheitszeugnisse, Gefälligkeitsgutachten, Falschbeurkundung im Amt, Urkundefälschung, Betrug und Unterschlagung. Der Staatsanwaltschaft hier in Hessen ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich kenne das so, unter dem Polizeikollege, wenn irgendwas sichergestellt ist, dann fahre ich dahin, zeige einen Beschluss von der Staatsanwaltschaft und stelle das sicher. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft, besser gesagt, es war das sogar das Gericht, einen Beschluss erwirkt und hat gesagt, hier, ihr Polizeiärzte, ich hätte gerne mal diese Unterlagen. Ja, der gute Polizeiarzt hat dann scheinbar warme Füße bekommen und hat dann die 2 dicke, fette Leitsordner mit meinen gesundheitlichen Unterlagen, Gutachten, was hier so liegt, seitens der Polizei dann an das Amtsgericht ausgehändigt. Ich habe immer gedacht, Rechtsstaat, ich vertrete den Rechtsstaat und ich glaube an den Rechtsstaat. Nur nachdem ich heute, kurz bevor ich herkam, dieses Dokument überreicht bekam, habe ich gedacht, das falle ich vom Glauben ab. Also hier kann man definitiv nachlesen, im Mai 2010 wurden die medizinischen Unterlagen sichergestellt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht war im Besitz dieser Unterlagen. In diesem Schreiben, Akteneinsichtsanforderungsschreiben meines Anwalts, wird eindeutig festgestellt, dass wir die Akten angefordert haben. Aber diese Akten haben wir, obwohl wir sie angefordert haben, nie bekommen. Jetzt könnte jeder denken, ja, ist ja nicht so schlimm. Du hast es ja jetzt bekommen, du kannst ja jetzt noch was mitmachen. Nur in der Zwischenzeit sind 7 Verfahren, 7 Verfahren im Endeffekt platt gemacht worden, aufgrund dessen, weil diese Unterlagen gefehlt haben. Verwaltungsgerichtsverfahren, strafrechtlich ging das Ganze bis zum Bundesverfassungsgericht. Dieses Verfahren wurde verworfen. Und wie hier unsere Justiz arbeitet, ist schon sensationell. Nachdem die Staatsanwaltschaft mehrmals die Ermittlungen eingestellt hat und ich aber immer mit Argumente, da kommen wir nachher noch, welche Argumente ich an den Tag gelegt habe, es immer wieder aufgenommen hat, schreibe die an einen Beschuldigten solch einen Brief. Ja, wir müssen gegen sie ermitteln, ja, es besteht der Anfangsverdacht und ja, und sie müssen das und sie müssen das. Also das kenne ich nicht. Weil ich bin auch schon, aufgrund dessen, weil ich ja vor 3 Jahren eine Homepage ins Leben gerufen habe, unter dem Titel www.behördenstress.de, habe ich einen Brandbrief veröffentlicht, der hier aus dem Frankfurter Polizeirevier war. Daraufhin hat man mir eine Anklage an den Hals gehängt wegen übler Nachrede und Beleidigung. Und wenn ich dann sehe, wie hier gearbeitet wurde, hier wurden weder Beschuldigte noch Zeugen vernommen, weil das Verfahren ist ja jetzt abgeschlossen bis zum Bundesverfassungsgericht, das ist ja platt, weil das alles gefehlt hat. Da wurde weder Beschuldigte, Zeugen, gar nichts, wurde keiner vernommen. Ich habe ja auch Zeugen angegeben, die das bestätigen können, was ich hier gezeigt habe.
dann hat man versucht hier im Endeffekt, den Text muss ich vorlesen. Also hier hat auch mein Anwalt, mir habe mehrmals Akteneinsicht angefordert, von denen drei Ärzte, das sind zweimal Polizeiärzte und einmal externe Gutachter, die sind auch namentlich hier aufgeführt und das schreibt wortwörtlich der eine Polizeiarzt, der davon betroffen ist, weder anwaltlich, verwaltungsseitig noch verwaltungsrechtlich wurde die Vorlage des polizeiärztlichen Aktenmaterials verlangt. Sodass nicht vollumfänglich in das hier zuvor nicht bekannte gerichtliche Verfahren eingegangen sein kann. Aus meiner nicht juristischen Sicht kann ich nicht beurteilen, ob und auf welchem Wege diese dem Verfahren zugeführt werden und bitte gegebenenfalls um Veranlassung. Also der gibt wortwörtlich zu, dass er keine Ahnung hat, dass irgendwo mal irgendwelche Akte angefordert wurde und hier habe ich es gerade eben gezeigt. Das ist für mich unbegreiflich, zumal die Staatsanwaltschaft bzw. naja auch das Gericht und der Polizeiarzt im Besitz dieser Unterlagen, die für mich erheblich verfahrensrelevant waren. Und das Verfahren dann einzustellen, so nach dem Motto, ich umschreibe es jetzt mal nicht juristisch, alles ist gut, alles habe ich doch schön gemacht, alles ist toll. Das ist so der Konsens dieser ganzen Sache. Wie unsere Justiz arbeitet, ist hier nochmal zu sehen. Am 31.07.2008 habe ich eine Strafanzeige gestellt gegen diese Ärzte, habe ich vorhin drüber gesprochen. Erstes Antwortschreiben der Staatsanwaltschaft. Wegen Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse, Strafanzeige des Herrn Lauer. Hier wollten Sie mir versuchen, einem Schreiben beizubringen, dass ein Verwaltungsgerichtsverfahren vorgreiflich zu einem Strafverfahren ist. Man muss hier wissen, im Verwaltungsgerichtsverfahren werden Verwaltungs- und Verfassungsfehler behandelt und an einem Strafanzeige geht es um Mord und Totschlag. Ein Strafverfahren ist immer vorgreiflich zum Verwaltungsgerichtsverfahren. Habe ich hier eine Antwort schreibe, so nach dem Motto, junge Frau, haben Sie was verwechselt? Das ist der andere Weg rum. Daraufhin bekam ich das nächste Schreiben und da habe ich gedacht, wir sind im 21. Jahrhundert hier in Deutschland. Sehr geehrter Herr Lauer, in dem Ermittlungsverfahren gegen die drei Ärzte wird mitgeteilt, dass es bei der vorläufigen Einstellung bleibt. Begründung: Sämtliche verfahrensrelevante Unterlagen befinden sich beim Verwaltungsgericht. Nach Abschluss des Verwaltungsgerichtsverfahrens wird über die Wiederaufnahme der Ermittlung entschieden. Also die wissen, dass die Unterlagen beim Verwaltungsgericht sind, wissen genau, dass ich das eigentlich benötige für das Verwaltungsgerichtsverfahren und schicke denen erstens nur kein Quervermerk rüber, dass wir im Besitz von Unterlagen sind, die für euer Verfahren relevant sind. Das ist das Erste. Und das Zweite, es gibt doch heute Scanner, Kopierer etc. pp. Weil ich habe auch vor kurzem noch vom Oberverwaltungsgericht in Kassel Unterlagen angefordert. Da haben die gesagt, gewisse Unterlagen brauchen sie, haben sie mir kopiert und haben sie mir zugeschickt, beziehungsweise meine Anwälte. Also im 21. Jahrhundert wird eine Ermittlung verweigert, weil man entweder zu faul ist, aus der Landeshauptstadt nach Darmstadt zu fahren, beziehungsweise zu kopieren und die Unterlagen zu verschicken. Ich bin ja eigentlich in diesem Verfahren Geschädigter. Ich bin kein Beschuldigter. Ich bin kein Zeuge. Ich bin Geschädigter. Und dann finde ich solche Unterlagen in der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakte. Da schickt jemand an den betreffenden Polizeiarzt, der es betrifft, einen Zeitungsartikel, wo ein Journalist mit mir gefertigt hat. Was hat das in einer Ermittlungsakte zu tun? Oben ist dokumentiert, dass das zu Händen des leitenden Polizeiarztes ist. Das ist der definitive Nachweis, wie viel Verfahren es gekostet hat. Beschluss: Oberlandesgericht Frankfurt, Beschluss: Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Und im Endeffekt das Gutachten des Polizeiarztes X. Die haben das
ungeniert beim Bundesverfassungsgericht verworfen. Abgelehnt. Kein Interesse, ist doch alles gut. Auf Anraten, weil ich ja gesehen habe, dass es ziemlich erfolgreich war, was die Steuerfahnder gemacht haben bei der Landesärztekammer Hessen. Da kam es ja zu dem Verwaltungsgerichtsverfahren in Gießen, wo festgestellt wurde, dass dieser externe Gutachter falsches Gesundheitszeugnis erstellt hat. Ich danke den Steuerfahnder auch, dass sie immer einen Schritt vor mir sind. Weil wir sind halt von den Jahren ein bisschen auseinander, aber ich kann im Endeffekt immer einen Schritt nach galoppieren. Also, Schutzmann clever, schreibe ich mal schön an die Landesärztekammer, verweise sie darauf hin. Zwei Gutachtertermine auf Gutachtererhalte, psychologische Dinge drin von Knochendoktor und Chirurg, so nach dem Motto, macht man was. Ich kriege wortwörtlich Antwortschreiben, dass die im Endeffekt dieses Verfahren, Ermittlungsverfahren, eingestellt haben, nach dem hessischen Heilberufgesetz. Hier muss man wissen, bei den Steuerfahndern wurde das eindeutig festgestellt, dass wenn man so gewisse Wörter für ein Gutachten benutzt, dass man die nicht einfach so rausschreiben kann, sondern dass man das auch begründen muss, was hier auffällt. Auch in den zwei Polizeigutachten sind weder Klassifizierungsziffern nach ICD-10, DSM-4 bzw. nach der PDV 300, die für die Polizei zuständig ist. Der externe Gutachter stammt aus einem benachbarten Bundesland. Da Rheinland-Pfalz, kann ich euch sagen. Die habe ich auch angeschrieben, weil für den externen Gutachter ist ja die Landesärztekammer Hessen nicht zuständig. Die schreiben mir so wortwörtlich, ja Herr Lauer, da steht ja noch ein Ermittlungsverfahren, ein strafrechtliches Verfahren aus und solange der was strafrechtlich ist, ermitteln wir nicht. Machen wir nichts. So habe ich gesagt, ja, irgendwann ist das ganze Spiel auch zu Ende. Im Endeffekt war das für mich sozusagen eine Verjährungsunterbrechung, weil ich habe eine Frist von 4 Jahren, nachdem ich das festgestellt habe, 4 Jahre Zeit und dann muss ich das melden und dann werde ich aktiv. Durch das, wo aber ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren war, haben die gesagt, machen wir nichts. Ich bin davon ausgegangen, dass es für mich juristisch gesehen eine Verjährungsunterbrechung. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden, was für mich, Entschuldigung, man darf nicht lügen, aus Frankfurt, die Generalstaatsanwaltschaft hat dann endgültig dieses Verfahren, das ist für mich sensationell, im Februar 2012 eingestellt. Strafanzeige wurde erstellt am 31.07.2009. Für was brauche die so viel Zeit? Sie haben eine Beschlagnahme gemacht, aber alle Gutachten, die haben sich nicht verändert. Da hat sich auch der Sachverhalt nicht verändert, aber man hat es dann eingestellt und daraufhin hat mir die Ärztekammer drüber aus Rheinland-Pfalz geantwortet, ja, Herr Lauer, Sie haben Pech, das ist alles verjährt. Da habe ich gesagt, ja, ihr habt doch geschrieben, dass die ganze Sache im Endeffekt erst aufgegriffen wird, wenn das Strafverfahren beendet ist. Ja, das haben sie aber jetzt als Anlass genommen, das Verfahren. Naja. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen für mich, ja, der Mollert hat es gerade eben schön beschrieben. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich es verdaut habe, wenn ein externer Gutachter, der eigentlich ein medizinisch-psychologisches Gutachten über mich erstellen soll, ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten erstellt, so nach dem Motto mit Begriffe rumwirft in Aufsatzform. Ich sage das immer wieder, Aufsatzform. Da ist nichts begründet. Weil wenn einer schreibt, eine akzentuierte Persönlichkeit, narzisstische Kränkung, anarchistische Verhaltensweise, streitsüchtig, querulatorisch, Reizbarkeit, beziehungsweise ich soll Waschzwang haben. Waschzwang, wenn ich Waschzwang hätte, hätte ich überall offene Haut. Durch das viele Wasser, beziehungsweise Seife, ich hätte rissige Haut. Hier sitzt eine junge Frau, gib mir mal die Hand.
könnte man sagen, klappt wie noch eine Arschmann, oder? Ja. Auf jeden Fall, um den Leuten grob zu erklären, was das so bedeutet, was die Kameraden da so als Gutachter, ja, mittlerweile muss ich schon drüber lachen, weil ich es halt auch nicht mehr für ernst nehme, was sie da geschrieben haben. Aber am Anfang, das setzt schon bös zu. Also eine zwangshafte, querulatorische Persönlichkeitsstörung, auf Deutsch Quertreiber. Negative Antwortverzerrung ist auch was in den Gutachten immer gerne benutzt wird, was jetzt in meinem nicht war, Simulant. Dann hat man mir auch das Michael-Kohlhaas-Syndrom auf der letzten Seite so kurz vor seiner Unterschrift untergejubelt. Das nennt man den querulanten Wahn. Die akzentuierte Persönlichkeit auf eigener Meinung bestehen. Und wenn einer mir hier, wo das jetzt so grob mitbekommen hat, ich kann das auch jedem gerne zeigen. Ich habe durch meine Homepage 250 Kollegen und Kolleginnen in den letzten 3 Jahren nach und nach bei mir zu Hause sitzen gehabt. Weil ich gesagt habe, ich lasse mir das mitgefallen. Ich zeige euch die Unterlage. Jeder Einzelne kann mit mir Termin machen. Ich bin zwar ab Sonntag weg, aber danach kann jeder Termin machen und dann zeige ich euch die Unterlage, dass das, was ich erzähle, schwarz auf weiß vorliegt. Und dann kann einer doch keiner sagen, dass er im Endeffekt, dass man hier einen Querulantenwahn besitzt. Querulatorisch brauche ich euch nicht zu erklären. Und dann ist jetzt eins, was die letzte Zeit, weil immer mehr Kollegen zu mir kommen, widersinnig und widersprüchlich, man nennt es auch schizophren. Dieses Wort wird jetzt auch wieder, also ist jetzt ziemlich neu aufgetaucht. Das ganze Gutachten wurde ja im Januar 2008 erstellt über mich. Ich habe es schon beim ersten Durchlesen und ich bin kein Mediziner, habe gesagt, ich kann doch nicht im Aufsatzstil hinschreiben, wie bei Mollat, wie bei der Steuerfahnder, weil ich den hier Dinge auch gelesen habe. Oh ja, der Mann ist bescheuert. Ich kann ja auch nicht sagen, hier, ich muss das doch begründen, ich muss das sagen, der Herr Lauer ist bescheuert aufgrund, oder ist querulatorisch aufgrund dessen und dessen und dessen und dessen. Und da gibt die ICD bzw. DSM-4-Ziffern, gäbe da genaue Kriterien vor. Und wenn einer sagt, der Lauer ist querulatorisch, dann muss er 4 bis 5 Kriterien, die müssen erfüllt sein. Und die müssen dann da in diesem Gutachten begründet werden. Und was hier passiert ist, das ist eine Aufsatzform. Ich kann es ja mal rund gehen lassen, darf jeder durchlesen. Ich habe nichts zu verbergen, steht sowieso mein Name drauf, steht auf meiner Homepage. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aus der Luft rausgegriffen, wer da aus der Hüfte geschossen. So, und diesen Damen und Herren, Psychologe, Psychiater, muss man langsam anfangen, das Handwerk zu legen. Weil wenn ich bedenke, dass das immer mehr wird, also ich bin im Besitz, wenn ich jetzt rechne, 4 Steuerfahnder, Gustl Mollat, meine Wenigkeit, sind 6. Das sind 6 Personen. Und ich bin in weiterem Besitz aus dem Bundesland Hessen von weiteren 15 solcher Gutachten, wo aus der Feder raus geschrieben wird. Durch meine Vernetzung bzw. durch mein Netzwerk aufgrund meiner Homepage habe ich einen Mediziner kennengelernt, der solche Gutachten analysiert. Das steht, bin ich der Piratenpartei verstandbar. Da ist er auch, sage ich mal, mutig. Nicht jeder würde die Gutachtenanalyse zu diesem externen Gutachten ins Netz stellen. Und da stellt ein externer Gutachter fest, dass dieses damals über mich erstellte Gutachten inhaltlich, formell, rechtlich und sogar, also falsch ist und sogar parteiisch ausgestellt wurde. Das hat er hier schwarz auf weiß. Der hat auch mir gesagt, Herr Lauer, Sie können das so veröffentlichen mit meinem Namen, der Einzige, den betreffende externe Gutachter da aus Rheinland-Pfalz, den müssen Sie wegmachen, aber alles andere können Sie brühwarm veröffentlichen. Und da muss ich auch sagen, da haben wir dann, nachdem ich hier über die Kanäle der Piratenpartei das vertrieben habe, beziehungsweise mir auch dann den Bericht da gefertigt habe vom Kreisverband Groß-Gerau, haben wir dann abends so zusammengesetzt und ich muss auch sagen, das ist wirklich, der Artikel ist gut gelungen. Jeder, der den durchliest, weiß, um was es geht. Nur für mich ist es eins immer noch sensationell. Ich weiß, der gute Mann sitzt seit 7 Jahren in der Psychiatrie.
Hier in Hessen sind es 4 Steuerfahnder, die mit psychiatrischen Gutachten, und ich nenne es anders, da, verarscht wurden. Ich bin der 5. Wenn ich sehe, was hier in Hessen für ein Feedback ist, in Bayern brennt die Luft, in Hessen schlafen sie ein. Und wenn ich sehe, wie die Oppositionsparteien im Hessischen Landtag, vor alle Dinge hier, die jetzt ja so in die Regierungsverantwortung wolle, ich nenne sie jetzt mal so, die SPD und Grüne, wie die sich hier verhalten haben, das hat mich gar nicht interessiert. Ich muss sagen, bevor ich zur Piratenpartei eingetreten bin, habe ich im Endeffekt sehr viel mit der Linkspartei zusammengearbeitet, weil ich mir damals den Spaß gemacht habe, den Sachverhalt meines Falls an alle 3 Oppositionsparteien zu schicken. An die Grüne, an die SPD und an die Linke. Von der Grüne, ich glaube, die war da draus irgendwelche Pflanzengieße. Von der SPD, ich glaube, die habe ihr SPD rot habe die nachgemalt. Habe ich nie was gehört. Und 2 Tage später sitzt die Linkspartei bei mir, die andere 250 Kollegen auch gesessen haben, sitzt bei mir zu Hause und sagt, das gibt es nicht. Nur, es ist halt immer so, die kleineren Parteien werden im Endeffekt in diesen Fällen, ja, auf gut Deutsch gesagt, nicht für voll genommen. Die haben sehr, sehr viel gemacht. Ich habe auch mit denen Pressekonferenzen gemacht. Ich habe Fernsehbeiträge gemacht. Aber im Endeffekt ist das so in dem hessischen Sumpf, und ich nenne das so, das hat nichts mit den Gutachten zu tun, wenn ich hier sehe, was mit Amigo-Affäre oder Auftragsvergabe oder Polizeichef-Affäre. Also hier gibt es ja eine Affäre nach der anderen. Die Bürger sind anscheinend schon so satt, von den Affären was zu hören. Aber im Endeffekt, dass die Kameraden da immer noch in der Verantwortung sind und im Endeffekt vom Steuerzahler bezahlt werden. Genauso wie diese Herren, wo ich sage, das sind ja auch wie mir Polizeibeamte, dass ich Polizeibeamte hergebe, sich einspannen lasse für solche Dinge. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und wenn dann gesprochen wird, wie der Fall hier in Bayern war, wo der eine Polizeibeamte die Frau zusammengeschlagen hat, obwohl sie Handschelle angeblich anhat, ich weiß nicht, wie es genau war, aber ist egal, und in der Süddeutschen Zeitung geschrieben wird, so nach dem Motto, der Polizeipräsident hat einen falschen Chorgeist, also Chorgeist ist bei der hessischen Polizei gar nicht. Weil da gibt es die eine, wo die andere in die Pfanne hauen. Dann hat man mich in Ruhestand versetzt, so genau 20.12.2007, dass das Schreiben fertig wurde. Diese Ruhestandsversetzung erfolgte aufgrund der Begutachtung vom 30.11. und 19.12. Also soll mir keiner sagen, die Beamte sind langsam. Also ich war am 19.12. von 10 bis knapp 13 Uhr beim leitenden Polizeiarzt, und am 20., der hat dann direkt danach dieses Gutachten angeblich geschrieben, was aber der eine vermerkt darauf zeigt, man muss das schon vorher in trockene Tücher oder wie das eine Ding am 21.10. Und am 20. werde ich in Ruhestand verschickt. Mit verschickt, geschickt. Und da ist ein Passus drin, und da sieht man, wie hier gearbeitet wird. Im Anbetracht der Tatsache, dass ich ja so früh in Ruhestand gehe, und ich bin ja noch ein junger Kerl, auf gut Deutsch, wird hier ordnet der leitende Polizeiarzt des Landes Hessens an, dass ich nach 2 Jahren zur erneuten Begutachtung bzw. Nachuntersuchung in seinem Lade auflaufen soll. Ich warte ein Jahr, nach zwei Jahren, nix. Denke, ach, jetzt muss doch bald was kommen, 2,5 Jahre vorbei. Im Endeffekt, bei dem großen Sammelsurium, wo ich im Oktober 2011 gefunden habe, habe ich hier einen Schriftsatz des leitenden Polizeiarztes gefunden, wo ich gesagt habe, jetzt ist es ja 5:12, es ist kein 5:12, es ist schon 5:12. Der gute Mann sagt ganz eindeutig, ja, nachdem der Herr Lauer ja mich bei der Landesärztekammer, bei der Staatsanwaltschaft und alles drum und dran angenagt und beziehungsweise angehängt hat oder schlecht gemacht hat, schreibt er dann, ich bin dem Herrn Lauer gegenüber befangen und ziehe daher für die Stellungnahmen, insbesondere zu seiner Dienstfähigkeit und deren Dienst, Unfallschäden oder sogar vielleicht für eine Nachuntersuchung nicht zur Verfügung. Müsste neue Vorwürfe und Anzeigen befürchten, wenn ich über den
Nee, wenn ich über den, nee, über dies, über oder in den entsprechenden Vorgang eingegangenen Einfluss. Was heißt das? Weiß ich nicht. Also er verweigert sich regelrecht, obwohl er selbst angeordnet hat, mich nachzuuntersuchen. So, die Ruhestandsversetzung war am 20.12.2007, Sommer 2013. Also ich hätte mich schon zweimal nachuntersucht werden. Weil wenn Beamte so früh vor dem 60. Lebensjahr in den Ruhestand gehen, was ja nicht normal ist, weil er bis 60 normal mache und die Verwaltungsleute bis 65, müsste ich alle zwei Jahre zur Begutachtung gehen, ob ich jetzt wieder dienstfähig bin. Mittlerweile haben wir 2013, rechnen kann jeder. Am 31.12.2013 müsste ich schon zum dritten Mal, das werden sie auch nicht machen. Also er verweigert regelrecht aufgrund Befangenheit, das ist ihm auch egal. Das ist im Endeffekt so das grobe Ding. Und dann habe ich halt einen kleinen bösen Fehler gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich kläre auf, mache wie hier im Land Hessen die Augen zu, sieht man in dem schönen Artikel oder in dem schönen Schriftsatz, den wir bei uns hier beim Kreisverband eingestellt haben. Der Herr Boris Rhein hatte, nachdem bekannt wurde, mein Fall, die anderen zwei, ich will keinen Namen nennen, aber es waren drei Fälle. Da hat der Boris Rhein damals gesagt, ja, ihr Leute, das sind da immer nur drei Einzelfälle. Mit dem Schriftsatz, den man da auch eingestellt hat, hat der neue Beauftragte für Mobbing, also er nennt sich ja nicht so Ombudsmann, will er ja auch nicht genannt werden, aber Polizeibeauftragte Henning Möller hat ja dann anscheinend in dem Schreiben zugegeben, dass es 400 Fälle gibt. So, da kommen mal 250 dazu. Und aus gut informierter Quelle, ich habe es auch schwarz auf weiß gesehen, habe sich noch 68 beim Landespolizeipräsident gemeldet, bei dem Neuen. Alles Polizisten, oder? Alles Polizisten. Wie viele Polizisten gibt es denn jetzt? Wir haben so um die 13.000 Polizisten. Das sind die Mutigen, die sich gemeldet haben. Ich sage immer, man lege das Doppelte, was ich jetzt an Zahlen genannt habe, drauf. Und dann sind wir bei der richtigen Zahl. Weil es gibt sehr, sehr viele, die sich aufgrund, weil sie mitbekommen durch meine Homepage, wie es läuft, beziehungsweise auch durch die Öffentlichkeit, mit den Mut haben, weil sie sagen, ich kann es auch nachvollziehen. Weil bei der einen sage ich immer, ja, bis ich schwanger gibt es nicht, aber bei der anderen kann ich es nachvollziehen. Wenn ein Polizeibeamter verheiratet ist und zwei Kinder hat, noch ein Haus abzubezahlen hat und weiß, er wird einen Ruf und nach dem Motto, und es fehle 1500 Euro monatlich, dann kann ich verstehen, dass der auf gut Deutsch gesagt den Mund hält. Und da fragen sich auch immer viele, wieso machst du und die vier Steuerfahnder den Mund auf? Und ich sage es ganz einfach so, wie es ist. Ich habe im Endeffekt das Glück gehabt, dass ich hier finanziell über die Runde komme. Aber wenn ich noch ein Haus abzubezahlen hätte und noch zwei Kinder zu ernähren hätte, könnte ich das hier alles nicht machen. Würde ich auch nicht in dem System, jawohl Männer, jawohl, jawohl. Das ist halt das Glück, wo ich habe, beziehungsweise auch die vier Steuerfahnder. Und bei dem Fall Gustl Monat muss ich sagen, das halt eine geniale Eigendynamik gegeben, wo dann auf einmal die Leute gesagt haben, dem helfen wir, weil durch die Fälle, unsere Fälle, ist es ja halt im Endeffekt ja, wir haben vorgekocht und jetzt wird bei Gustl Monat wird abgeschöpft. Und ich sage im Endeffekt, es ist für mich fast schon lächerlich, wie hier von Seiten unserer Landesregierung und Verantwortliche hier mit uns umgegangen worden ist. Man hat mich hier in Innerausschusssitzungen, bei denen ich anwesend war, wo die Linkspartei Anträge gestellt hat, habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass wenn der Herr Rhein sagt, das ist so und so, und dann alle sagen, ja, es ist so. Weil da ist im Endeffekt vom Feedback wisse, ich habe es versucht, Linke, Grüne, SPD an einen Tisch, dass alle zusammen dieselbe Info bekommen. Ich habe gesagt, mir ist das parteiunabhängig, es geht hier um die Sache. Und das muss ich sagen, im Hessischen Landtag geht es hier nicht um die Sache, das ist Politik. Weil die Kameraden müssen mal stillhalten, wir wollen ja im September die Landtagswahl gewinnen und das interessiert uns nicht. Weil das muss man wirklich sagen, gibt man die Wörter Mobby und gibt man meinen Namen dir Klauer bei der Linkspartei auf der Homepage oben die Suchmaske an. Der Kasten explodiert. Nimmst du die Artikel von mir und was Mobbing betrifft raus, ist das Ding tot. So,
Und da habe ich auch gesagt, ich habe ein Gespräch gehabt mit einer von der Linkspartei, nachdem dieses schöne Gutachten, das externe Gutachten, also die Gutachtenanalyse hier von dem Herrn Churchill, ich kann ja den Namen ruhig nennen, dann gesagt, hier, überall ist es, auch in der Zeitung, überall ist es vertrieben und ihr macht die Augen zu. Das sagt er, sagt die Person wortwörtlich zu mir, ja, unsere Abgeordneten haben entschieden oder haben festgestellt oder sind der Meinung, dass dieses Thema im Endeffekt uninteressant ist. Dass ein Gutachter feststellt, dass ein psychiatrisches Gutachten inhaltlich, formell, rechtlich falsch ist und parteiisch ausgestellt wurde, ist für Landtagsabgeordnete in diesem schönen Bundesland Essen uninteressant. Was wollen die noch geliefert bekommen? Was wollen die noch geliefert bekommen? Und wenn ich auf die Verhaltensweise, weil ich beobachte das halt, ich bin in der Materie drin, wenn irgendwelche Skandale bei der Polizei in Hessen auftauchen, wie jetzt am Wochenende bei dieser Demo, wo jetzt gestritten wird, tralala, war das, hat die Polizei, der Kessel, war das falsch, war das provoziert, war das gewollt, war das nicht gewollt, dann rennen die Herrn Landtagsabgeordnete, um PR-mäßig was zu machen, vor die Kamera und schreie Skandal. Schreie Skandal, Skandal, ist alles schlecht, ist alles schlecht. Zwei Tage später sind sie in Versenkung verschwunden. Wenn ich hier sehe, dann weiß ich definitiv, von einer Oppositionspartei haben sich weitere 40 Beamte gemeldet. 40 Beamte und Beamtinnen. Da wurde keine Maßnahme gemacht, PR bzw. hier Innenausschussanfrage, hier, Sie haben doch gesagt, das sind nur Einzelfälle, auch jetzt durch die Veröffentlichung von uns da, dass es im Endeffekt vom Landesbeauftragte, Mobbingbeauftragte der Polizei, der gibt zu, dass sich 400 Leute bei dem gemeldet haben. Warum? Machen wir weiter so. Und ich kann sagen, durch die Leute, die bei mir waren, es waren ja nicht nur Polizeibeamte, es betrifft hier sehr große, sag ich mal, Waffengattung der Feuerwehr. Im Bereich Lehrer ist es extrem. Und wo jetzt auch immer mehr dazu kommt, ist hier in dem Kultusministerium. Also aus dem Ministerium direkt. So, und es kann nicht sein, dass hier alle die Augen tun, naja, das ist langweilig, das interessiert uns nicht. Das geht nicht. Das geht definitiv nicht. Und wenn ich hier sehe, und das muss ich wirklich sagen, weil ich ja auch mit teilweise mit Leuten, die zu dem Moller-Team, ich stehe auch mit ihnen in Kontakt, muss ich sagen, Hut ab. Auch Piratenpartei Bayern sensationell, mit, stehe ich auch mit zwei, drei Leuten in Kontakt, bleibe am Thema dran, schüre das Holz, solange es trocken ist. Wenn es nass ist, brauche ich nicht das Feuer zu legen. Und, das ist im Endeffekt, sage ich jetzt mal, gerade wenn ja nachher um 10:45 der Bericht hier läuft, die endgültige oder die längere Version, ist das im Endeffekt für unsere Partei auch Aufreißer, dass man hier mal ein paar Kohlenstücke aufs Feuer legt. Das war von mir so grob, ich könnte noch viel, also wenn ich alles komplett erzähle, wie das, jedes Schriftstück, dann sitze ich mir bis morgen früh da. Aber das war so grob der Umriss, 30.11., 19.12., in einer Menge Gutachten und keiner, und alle machen Auge zu. Im Innenministerium hat man mir Antwortschreiben geschickt, so nach dem Motto, ja, Herr Lauer, es tut uns leid, so ungefähr, der damals am 30.11. Begutachten der Arzt, kannte ihre Krankenvorgeschichte nicht. Mir liegt das Schreiben der Staatsanwaltschaft vor, wo eindeutig drin steht, am Tag der Begutachtung lagen dem Polizeiarzt 28 Befunde, Bescheide, Gutachten vor. Also da wird sich überall raus und die Antworten, die im Endeffekt, wie der ehemalige Richter sagt, hier beim Fall Gustl Moller, der hat gesagt, 430 Seiten zu lesen. Und wenn ich jetzt nur mal hier die Fakten nenne, kommen wir vielleicht auch auf so viel. Und da wird regelrecht von aller Seite geblockt. Jetzt bin ich mit meinem Verfahren, was jetzt verwaltungsrechtlich ist, bin ich jetzt vom Bundesverfassungsgericht. Und das klingt zwar ein bisschen, vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich sag eins, hoffentlich stellen Sie das Ding mal ein, dass ich zum Europäischen Gerichtshof komme. Weil wie hier taktiert und agiert wird, ist für mich sensationell. Und da habe ich ja hier mit unserem Bundesspitzenkandidat ja noch ein weiteres Projekt laufen. Wenn man das zusammen veröffentliche, dann sieht man, wie hier die Strippe gezogen werden. Weil das ist, da sage ich, ist Mollert
mein Fall Steuerfahnder Kindergeburtstag. Weil da geht es richtig zur Sache. Da sieht man mal, wie die einzelnen Behörden zusammen im Endeffekt dieses Ding platt machen, was mir noch, ich jetzt noch vorbereitet bin mit dir. Aber es kann nicht sein, dass hier diese Herren mit solchen Schmuddelgutachten durchkommen. Das war's von mir soweit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und übergebe das Wort an dich.